Zum Wohl, liebe Elke. Für euch, die Elke ist unsere erste Abonnentin. Recht herzlichen Dank dafür. Hoffentlich nicht die letzte. Aber ein ganz besonderer Gruß natürlich an die Elke. Auch Steffi und Marc haben eine Frage geschickt, die ich hiermit beantworten möchte. Ob wir ganz frische, taufrische Campinganfänger sind. Naja, sowohl als auch. Wir haben letztes Jahr haben wir die Leidenschaft zum Camping entdeckt und waren immerhin 4 Wochen Besitzer von einem alten Lord Liberty, einen LMC Alkoven. Da mache ich sicherlich mal ein Special draus. Aber ich blende es mal unten ein hier. Unser alter Junge, der hat uns richtig hier das Leben versüßt und hat uns da wirklich letztes Jahr zum Camping gebracht. Danke übrigens für eure Vorschläge bezüglich Aufstelldächer. Da kam einiges zusammen. Ich habe auch gleich den nächsten gefunden. Der steht hier gar nicht weit weg von uns. Und den möchte ich euch jetzt mal zeigen. Kommt mal mit. Ja, was sehen denn meine Augen hier? Ein Hümer mit Aufstelldach. Perfekt, da gehen wir noch gleich mal rein. So, jetzt sind wir hier in diesem Hümer Yellowstone. Ein 6,36 Meter Auto. Macht auf den ersten Blick einen schönen Eindruck. Ich bin jetzt hierbei reingegangen, ganz klar wegen dem Aufstelldach. So, wir müssen hier, da ist so ein Drehmechanismus, den müssen wir hier einmal lösen. Auf der anderen Seite auch. Da ist es schon auf. Und dann können wir das Ganze da schön langsam hoch. Wow, cool. Merkt man gleich hier den Windstoß. Mega. Da ist jetzt zwar kein Licht, aber wie ich erwartet habe, das ist nochmal ein komplett zweiter Raum. Das ist einfach mega. Also für den Dritten, für den Junior, ist das da oben ein Paradies. Selbstverständlich kann man hier auch noch aufmachen. Hier. Da hat man noch ein Licht. Und somit ist das ein komplett neuer Raum. Also das ist genau das, was wir suchen. So, wichtig, eins habe ich schon gelernt. Wenn man das ganze Dach hier wieder runterholt, vielleicht auch interessant für den einen oder anderen, dann muss man aufpassen. Und zwar muss die Türe auf sein. Ganz einfach aus dem Grund, weil da oben ist jetzt natürlich ein Haufen Luft und die Luft muss ja irgendwo hin. Das heißt, wenn alle Türen zu sind und wir holen das Aufstelldach runter, dann ist das natürlich extrem. Die Luft kann nirgends raus und ich glaube, das ist nicht so gut für den Raum. So, das holen wir jetzt mal runter und dann gehen wir weiter. So, was mir jetzt zum Beispiel hier am Hümer nicht so gefällt, muss ich ganz klar sagen, ist der Tisch. Das ist klappbar, das sieht alles ein bisschen, ja, möchte nicht sagen provisorisch, aber ja, könnte schöner gelöst sein. Das ist jetzt klar wegen der Leiter natürlich auch fürs Hochbett, fürs Aufstelldach, dass die Leiter hier schön hingestellt werden kann. Aber ich habe das auch schon in anderen Fahrzeugen gesehen, wie das besser gelöst ist. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch Vorteile. Ich kann mich hier gut hinsetzen. Hier sind Steckdosen genug, 12 Volt Steckdose, kann man ja nie genug haben. Die Schränke schön tief, auch hier bringt man einiges unter. Wir finden hier auch wieder 2 Herdplatten mit Piezozündung, ein Waschbecken, nicht ganz so groß wie das vom Livingston, aber es reicht, ganz klar. Was ist das hier? Ja, okay, da haben wir die Gashähne, Absperrventile und Haufen Schubladen. Hier sieht man schon, passt natürlich viel mehr rein wie im Livingston. Der geht schon weiter auf. Gefällt mir sehr gut. 3 Schubladen. Sehr stabil. Ja, gefällt mir sehr gut. Was haben wir hier noch? Okay, da sind die Wasserabsperrventile oder Hähne, wie besser gesagt. Wir haben auch unterm Tisch hier noch ein Ablagefach, da passt einiges rein. Gerade so Utensilien für den Hund, für unseren Buddy, könnten da verstaut werden, wenn es dann ein Hümer werden sollte. Wir haben hier einen großen Kühlschrank. So, Ablagefläche hier.
Wieder hier eine Steckdose, 12 Volt Steckdose und eine 220 Volt Steckdose. Also da hat Hümer nicht gespart, finde ich cool. Wieso können es andere Hersteller nicht? Verstehe ich nicht. In so manchen teilintegrierten, vollintegrierten findet man nur eine Steckdose oder zwei. Und in einem Kastenwagen, da ist das alles am genau im richtigen Fleck. Auch hier solche Kleinigkeiten wie so ein Haken. Perfekt, finde ich cool. Ja, das Bad. Hier haben wir wieder so ein Klappwaschbecken. Okay, da muss man da draufklicken, dann kommt das runtergefahren. Ja, Geschmackssache, nimmt natürlich viel Platz weg. Oder spart viel Platz, wenn man sie da hochklappt. Zum Duschen wird es ziemlich eng hier drin. Also vom Bad her nicht mein Geschmack. Ich stehe ja, wie ihr wisst, alle auf Raumbäder. Von der Länge her würde ich sagen, ist der in Ordnung. Die Betten sind lang genug, auch von der Breite her. Platz genügend da, auch stauraummäßig hier ringsrum. Sieht man schön viel Stauraum, viele Kästen. Also das ist doch schon alles ordentlich. Ja, so sieht das Ganze von außen aus. Schön luftig. Also der Stoff von diesem Aufstelldach, der ist auch ziemlich robust. Auch wetterabweisend, also es macht wirklich Sinn. Und das ist ein kleines Abenteuer für den Junior, wenn der da oben schläft. So, dann schauen wir uns mal noch an, was der Junge hier kostet. Also da ich ja hier ganz nah an der Schweizer Grenze bin, haben wir hier beide Preise. Einmal in Euro, einmal in Schweizer Franken. Ganz klar. Ja, 56.850. Ist halt ein Hümer. Yellowstone 150 PS. Gute Ausstattung. Also kann ich nur empfehlen. Wow, kann ich nur sagen. Jetzt habe ich wieder das Feeling, wie ich das erste Mal hatte, als ich einen Kastenwagen betreten habe. Aber das hier, das ist eine Wucht. Ich bin hier in einem Rautgruser von Pössl. Ein knapp 6,40 Meter Auto. Und ich kann nur sagen, einmal rein, hingesetzt und ich fühle mich wohl. Ja, dieser Rotgruser hat es mir angetan. Reingegangen, wohlgefühlt, so soll es sein. Hat zwar kein Aufstelldach gehabt, aber war trotzdem geil. Und ich weiß ja, den kann man ja mit Aufstelldach bestellen. Also schaltet doch nächste Woche am 26. Juni wieder ein, wenn der dritte Teil rauskommt mit der Roomtour vom Rotgruser. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Link, sage ich schon. Oder abonniert den Kanal, würde uns wirklich sehr freuen. Nächste Woche kommt der dritte Teil. Bis dann, euer Aki.